Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, Freunde. Und ja, ich bin back aus dem Urlaub übrigens. Ihr habt es gesehen, die Kapi-Reaction kam schon online. Und jetzt geben wir uns die Sachen, die online gekommen sind. Ich habe die letzten drei Kolle-Videos, glaube ich, alleine gesehen. Eins oder zwei kamen auch raus, während ich im Urlaub war. Da habe ich mir dann da einfach gegönnt. Die Promophase bis jetzt unendlich nice. Das letzte Interview mit Florian von Timeflows.de habe ich sehr enjoyed. Dann hatten wir der Zocker auf dem Rettungsschwimmer-Beat habe ich auch sehr enjoyed. Beides aber schon gesehen, sorry dafür. Aber jetzt haben wir auf den Spuren des Universals, des Universal-Genies, was gestern rausgekommen ist. Universal-Genie vom Album King, einer meiner Lieblingssongs, die ich unnormal führe. Das einzige Kolles Stimmlage hat mir da nicht ganz gefallen bei dem Track. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Aber kleine Anspielung darauf, vielleicht wird es damit irgendwas zu tun haben. Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber ich freue mich sehr drauf. Und ja, Freunde, ansonsten, wir sind back. Schreibt gerne rein, was ich aus der vergangenen Woche oder dem Wochenende mir noch ansehen soll. Ich werde auf jeden Fall noch bei Asche reinhören, bei Ruhr und bei den schlechtesten Deutschrap-Lines. Das habe ich mir noch nicht gegeben. Und ja, ansonsten lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht getan habt. So, checkt Instagram ab, da haben wir aktuell ein dickes Gewinnspiel laufen. Und da kommen auch täglich viele Stories, neue Beiträge. Ich nehme euch ein bisschen mit. Und ja, da bin ich auch wieder sehr aktiv. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet, Freunde. Ansonsten hören wir jetzt rein und gucken wir rein. Weil das Ding ist auch bei dieser Promophase, man weiß nicht, was einen erwartet. Erwartet einen Track, erwartet eine Doku, ein Interview, ein kurzer Rückblick jetzt. Was kommt, was weiß man nicht. Das finde ich so schön, weil wir haben ein Video und ich weiß nicht, was mich erwartet. Deswegen, ja, wir hören rein. Ich bin ultimativ gespannt und freue mich sehr aufs Album. Let's go. Seit dem letzten Sonntag, 4.6., gilt der Rapper-Kollege als verschwunden. Seine letzte Amtshandlung stellt offenbar eine Absage des ZHT5 dar. Aufgrund der mangelnden Bereitschaft des Reporters Florian H., der Plattform Tideflow, oh, es ist Tideflow, ich sag immer Timeflow, von Tideflow.de, seine weibliche Erzeugerin zur freien Verfügung im Boss und Banger freizustellen. Ey, nice. Auch das mit Farid war noch geil da drin. Hat mir gefallen. Seit diesem Vorfall bemüht sich unser Team um Klärung des Geschehens, bislang leider erfolglos. Nun ist es unserem Doku-Team jedoch gelungen, bei Ausgrabungen ein spektakuläres Relikt der Sprechgesangskunst des Bosses sicherzustellen. Ey, jetzt schon absolut geil, jetzt schon absolut geil, Mann. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich, ja, vielleicht irgendwas im, ja doch, irgendwas im Universal-Genie-Ding. So einen kleinen Vorgeschmack vielleicht. Moritz Versicherung. Was steht da unten? Da unten steht Showtime, oder? Ich glaube, da unten steht Showtime. Es handelt sich um offenbar geheim gehaltenes Bild- und Tonmaterial, welches wir hier nun teilweise veröffentlichen und der Allgemeinheit zugänglich machen, okay? Ohne übertriebenes Proletengehabe, ich bring poetische Sprache mit einer prophetischen Gabe, die nur so wenige ahnen. Kontrollier meinen Geist in Momenten cholerischer Rage, indem ich Porträtbilder male, was ganz harmlos beginnt, kriegt eine kodierte Semantik, wenn ich gedanklich... Oh, dieser Flow! Semantik, gedanklich, geil, ey, es ist eine ähnliche Stimmlage wie beim Universal-Genie. Ich fühl's, dass er hier, das sieht nach dem Alpha-Gene 2... Oder dem Alpha-Gene-Thron an sich aus, könnte auch sonst einfach nur ein Ahornblatt sein, was er hier malt. Aber sehr, sehr geil, Mann. Boah, ich fühle die Atmosphäre und auch die Reime. Die Reime, das erinnert wirklich direkt an Universal-Genie. Kontrollier meinen Geist in Momenten cholerischer Rage, indem ich Porträtbilder male, was ganz harmlos beginnt, kriegt eine kodierte Semantik, wenn ich gedanklich in jedem Farbton versink wie Leonardo da Vinci. Mein Ar Ey, nice, Mann. Von Verrinten, der nur kritischer Intellekt erblickt in kryptischen Schriften, in jedem winzigen Tintenfleck einen Sinn, der dahinter steckt. Man muss... Oh, in jedem winzigen Tintenfleck ein Sinn, der dahinter steckt. Geil. Ey, man muss wirklich einfach hier genießen, auch bei Universal-Genie. Da, wenn ich mir das ab und zu mal anhöre, ist kein Song, den ich oft hören kann, muss ich sagen, aber wenn ich mir den gebe, dann entdecke ich da immer wieder schöne Reimpassagen, die mir auffallen, die mir einfach gefallen, die einfach so eine kleine Gehirnmassage sind. Trifft in jedem winzigen Tintenfleck einen Sinn, der dahinter steckt. Man muss Symbolik vermuten. Sie wie Semiotika suchen in prähistorischen Runen. Oh, das liebe ich, Mann. Das liebe ich, Mann. Das liebe ich. Man muss Symbolik vermuten, sie wie Semiotika suchen in prähistorischen Runen. Die Wahrheit ist häufig verborgen wie ein Kreuzritterorden. Tritt mal. Die Wahrheit ist häufig verborgen wie ein Kreuzritterorden. Geil. Ey, ich bin auch so ein bisschen in diesen Verschwörungstheorien-Stuff drin, also nicht, dass ich an irgendwelche glaube, so, aber ich bin so, keine Ahnung, jetzt nicht 9-11 unbedingt, aber so allgemein, so prähistorische Sachen,
Pyramiden, das interessiert mich alles so ein bisschen, auch Aliens so, da bin ich drin, das fühle ich dann, solche Tracks noch mehr, glaube ich. Verborgen wie ein Kreuzritterorden, Trittmarder, Leuchtung erfordern nicht in deutlichen Formen. Man muss deuten und bohren, mit äußerster Vorsicht jedes historische Zeugnis durchforsten und hermeneutisch erforschen, das. Oh, geil, ey, ich fühle das. Öffnet teuflische Pforten, denn solch mystischer Wissensschatz lässt die Gedanken verrückt spielen wie die Physiker dürren Matz, was Psych. Teuflische Pforten, denn solch mystischer Wissensschatz lässt die Gedanken verrückt spielen wie die Physiker dürren Matz, was Psych. Wie die Physiker. Teuflische Pforten, denn solch mystischer Wissensschatz lässt die Gedanken verrückt spielen wie die Physiker dürren Matz, was. Wie die Physiker, das verstehe ich leider nicht ganz. Aber lässt die Gedanken verrückt spielen? Vielleicht sowas wie. Wie, keine Ahnung. Lässt die Gedanken verrückt spielen. Irgendwas Psychotisches, so wenn er auch Physiker sagt, ich weiß es nicht. Öffnet teuflische Pforten, denn solch mystischer Wissensschatz lässt die Gedanken verrückt verrückt spielen wie spielen. die Physiker dürren Matz, was psychisch erschüttern kann. Man braucht einen Geist unverwüstlich wie der Hühnehymie in den Mythen von Midgard mit unglücklicher Willenskraft. Oh, Midgard auch genannt. Ey, ich bin auch Fan von der griechischen Mythologie sehr, muss ich sagen. Kann. Man braucht einen Geist unverwüstlich wie der Hühnehymie in den Mythen von Midgard mit unglücklicher Willenskraft. Midgard ist einfach das Wort, für die Erde. Midgard ist einfach die Erde. Man braucht einen Geist unverwüstlich wie der Hühnehymie in den Mythen von Midgard mit unglücklicher Willenskraft. Üblicher zittert das Hirn im präfrontalen Kortex, Zeichen epochalen Fortschritts wie Raketenstart zum Orbit. Sie Boah, ey, geil. Er malt, by the way, einfach ein verkehrt rumes Selbstporträt von sich, geil. Seht doch, was hier vorgeht. Alle warten, dass er der Lichtgestalt aus Nebelschwaden vortritt. Die Welt neokratisch ordnet, die der Judgment Day bevorsteht. Er ist uns dichter auf den Fersen, als wir sehen. Universalgenie, dichter auf den Fersen. Oh, ey, geil. Geil. Boxinhalt 2 Universalgenie Poster. Geil. Ey, das ist nice. Das ist ein geiles Poster. Endlich. Wir haben ein dickes Poster, Jungs. Wir haben ein geiles Poster. Allein deshalb freue ich mich schon. Einfach, weil wir ein schönes Poster haben. Geil. Und das wird wahrscheinlich kompletter Song auf der Lyric Lounge EP. Ja, dachte ich mir schon. Geil. Das heißt, wir haben tatsächlich sowas wie Universal Genie 2.0 oder so, oder auf den Spuren des Universal Genies heißt der Song vielleicht auch, haben wir einfach den kompletten Song. Geil. Smart. Ich muss sagen, wir haben gute Boxinhalte. Gute Boxinhalte, finde ich. Das Poster gefällt mir sehr. Ich fand jetzt den kleinen Song-Snippet hier sehr, sehr unterhaltsam, sehr geil, angenehm zum Zuhören. Hier und da ein, zwei Sachen nicht ganz verstanden, aber ansonsten bin ich zufrieden, Mann. Geiler Song, den wir jetzt bis jetzt hier als Bonus wieder geliefert bekommen haben. Ich freue mich sehr auf die Lyric Lounge EP hier auch und bin gehypt, Alter. Ich bin sehr gehypt. Ich freue mich drauf. Freunde, lasst mir eure Meinung gerne zu dem Song in den Kommentaren da. Falte Universal Genie. Ja, nein. Und wie sieht es hier aus? Ich finde, wenn man den ersten Song gefällt, fühlt man den auch. Und wenn man den ersten nicht gefühlt hat, wird man damit auch nicht viel anfangen können. Aber ich freue mich drauf. Es gibt einen so ein bisschen echt King-Flashbacks, was ich schön finde. Und ich bin sehr gehypt. Lasst mal euer Feedback in den Kommentaren da. Check Instagram ab für die Verlosung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.